willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder mit Dara. Ja, denn ihr fandet unser Talk-Video das letzte Mal so geil, als wir uns so geschminkt haben und geredet haben über das erste Mal oder allgemein Sex allgemein, dieses Thema. Wir haben damals schon gesagt, wir finden es ziemlich cool oder gut, auch mal in unserem Alter schon über solche Themen zu sprechen. Ja. Und deswegen haben wir uns heute entschieden, dass wir über Veränderungen reden. Also Veränderungen im Leben, Veränderungen vielleicht auch, was mit dem Alter ein bisschen zu spielen hat. Aber wir wollen auch dabei am Anfang anmerken, wir sind keine 40, keine 50, keine 90. Wir haben nicht die Lebenserfahrung, die sich vielleicht manche wünschen. Aber wir haben selber jetzt gemerkt, Niki ist jetzt fast eine Woche hier, dass wir uns beide schon echt verändert haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Und ja. Deswegen haben wir uns dann halt auch überlegt, dass wir darüber sprechen. Es ist zwar nur ein Jahr, aber selbst in ein, zwei Jahren kann sich schon so viel verändern, ist uns aufgefallen. Genau, und wir wollen in dem Video jetzt damit nicht sagen, boah, wir sind so erwachsen, guckt mal, wie lange es her ist, als wir noch ein bisschen kindlicher waren. Nein, wir finden die Schritte vom Erwachsenwerden oder ins Teenageralter kommen mega interessant und wollen genau darüber reden, positiv, negativ, bla bla, was wir vielleicht auch an uns selber gemerkt haben. Yes. Und ja, währenddessen schminken wir uns wieder. Ja. And let's go. Eine Frage an dich, findest du Veränderungen positiv oder negativ? Was sind sie für dich? In manchen Dingen ist es halt positiv, aber es gibt vielleicht also auch negative Punkte. Aber bei mir selber jetzt zum Beispiel negativ, ich glaube, ich bin einfach nur noch faul geworden. Da haben wir auch drüber geredet. Ja, wir beide sind übel faul geworden. Ja, und im Positiven halt, dass sich meine Einstellung fürs Leben, fürs Weiterleben, Berufsleben viel verändert hat. Du bist halt erwachsener geworden so. Ich finde halt, jede Veränderung hat positive und negative Seiten irgendwie, aber für mich sind Veränderungen an sich alle positiv. Weil ganz viele sagen ja, zum Beispiel auch beim Geburtstag, ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bleib so wie du bist. Und ich finde dieses bleib so wie du bist schon fast eine Beleidigung. Wenn jemand zu mir nach einem Jahr sagt, du bist immer noch so wie letztes Jahr, dann frage ich mich selbst, was hat mir dieses Scheißjahr gebracht? Ja. Ich weiß nicht, wir sind ja irgendwie auf der Welt da, um uns immer weiter zu entwickeln. Und auch wenn wir bei uns selbst in Anführungszeichen angekommen sind, entwickeln wir uns irgendwo weiter. Und ich kriege dieses Scheißhärchen nicht. Kennst du das? Mhm. Kotzt mich gerade richtig an. Manche sagen ja auch, boah, du hast dich voll ins Negative verändert. Aber für einen selber gibt es vielleicht auch dieses Negative nicht. So wie man sich verändert, soll es am besten sein. Wir selber sollen wissen, ob wir uns positiv oder negativ verändert haben. Ja. Wir sollen uns sowas nicht von anderen anhören. Denn die hat sich voll negativ verändert, weil für uns soll es einfach das Beste sein. Ich finde auch außerhalb, also Menschen von außen, können gar nicht richtig sagen, hey, du hast dich positiv oder negativ verändert. Weil die sehen ja nur dieses Oberfläche, vielleicht das Äußerliche. Wir haben auch darüber geredet, Lara hat auch zu mir gesagt, hey Nicole, ich habe es irgendwie mitbekommen, bei dir gibt es voll Stress, weil voll viele gesagt haben, du hast dich irgendwie voll negativ verändert. Und dann habe ich auch mit dir darüber geredet, dass die Leute vielleicht nur nach außen gesehen haben, wie ich mich verändert habe, aber nicht, was wirklich in mir vorging. No. Vor allem, weil ich zu diesem Zeitpunkt nichts gepostet habe, weil ich einfach nicht zeigen wollte, wie es mir geht. Und dann kommen so dumme Kommentare und ich habe auch mit Lara darüber geredet, dass genau dann dumme Kommentare kommen, wenn man es einfach in dem Moment gar nicht braucht. Deswegen hat man vielleicht auch gar nichts gepostet. Und dann ist auch so eine Veränderung, wo man sich vielleicht manchmal fragt, ist die Veränderung jetzt gut oder nicht gut, aber ich finde es in dem Moment immer geil oder richtig, sich selbst vor Augen zu führen, dass jede Veränderung gut ist. Ich finde halt auch, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt ein, zwei Jahre lang, sagen wir mal, drogenabhängig, dein Leben geht einen Bach runter, du hast keinen Job mehr, du hast alles abgebrochen. Ne? Dann würde jeder sagen, deine Veränderung, die ist nicht gut. Aber vielleicht findest du die für dich aber gut. Ja, vielleicht scheint sie nach außen richtig. Und vielleicht sind genau diese Dinge ein Effekt aus positiven Veränderungen. Zum Beispiel hat man vielleicht mit bestimmten Menschen abgeschlossen, ist dadurch vielleicht ein anderes Tief gefallen. Aber an sich geht es einem besser gerade wie vorher. Ja. Soll jetzt nicht heißen, dass Drogen und die ganze Scheiße gut ist. Auf gar keinen Fall. Aber das soll heißen, auch wenn es nach außen so wirkt, als wäre bei der Person alles scheiße und die Veränderung wäre scheiße, dass es das nicht immer sein muss. Vor allem, weil die Veränderung geht ja immer noch weiter. Und selbst wenn du jetzt gerade drogenabhängig oder so eine Scheiße bist, kann es auch wieder sein, dass es dir bald wieder gut geht. Ja. Auch situationsabhängig, wie man sich verändert. Zum Beispiel jetzt mit uns. Da habe ich ja schon erzählt, dass Niki fast eine Woche bei uns ist. Und das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ist jetzt ein Jahr her. Ja. Und ich habe mir jetzt schon so Druck gemacht, ey, die Woche muss geil werden und habe schon geplant, so
mit Freunden ganz viel zu machen. Das haben wir damals mit Niki auch gemacht, mit ihren Freunden haben wir uns oft getroffen. Wir sind jeden Abend weg gewesen. So, wie so ein Partyleben war das halt. Eine richtige Partywoche damals. Und das dachte ich mir so, komm, das möchte ich hier auch wieder haben. Aber wir haben gemerkt, es ist halt einfach nicht mehr so, wie es damals war. Und es kann auch nicht so sein, egal ob wir jetzt Single wollen oder nicht. Wir haben festgestellt, wir wollen das gar nicht mehr so. No. Und selbst wenn die Situation, also ein paar Situationen waren ja eigentlich genauso, wie sie letztes Jahr waren. Mm. Und wir waren bei einer Situation, wir haben uns einfach unwohl gefühlt. Oder es hat uns einfach keinen Spaß gemacht so. Ja. No. In dem Moment. Wir haben einfach gemerkt, dass sich in diesem Jahr zu dem Jahr davor ziemlich viel geändert hat. Was wir halt auch irgendwie schade fanden, weil wir die Zeit von damals zurück wollten. Letztes Jahr war auch schon richtig geil. Ja. Also, ich weiß nicht, wir haben uns auch alte Videos und so angeschaut. Ich habe auch auf TikTok so ein TikTok gemacht, wo wir ein Duett mit unserem TikTok, oder eher gesagt Musical.ly von damals gemacht haben. Und da haben wir uns das angeguckt und das sah echt komplett anders aus, ne? Mhm. Ja, nach einem Jahr so eine kranke Veränderung. Ja, ich finde, man sieht auch uns an, dass wir irgendwie älter aussehen. Ich finde auch von der Redensart, also vielleicht fällt es euch nicht auf, aber mir fällt es auf, bei uns in der Zeit, in einem Jahr, so viel passiert ist im Leben. Also in dem Jahr, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben, ne? Weil man muss sagen, wir hatten in der Zeit, also Lara und ich, wir sind so Personen, wenn wir uns nicht sehen, haben wir keinen Kontakt. Okay, das muss man einfach an dem Punkt wissen. Wir schreiben nicht mal auf WhatsApp oder so, gar nicht. Und irgendwann kommt so, ja, lebst du eigentlich noch? Ich habe vergessen, dir zu schreiben. Aber das ist nicht mehr schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. So, das Ding bei mir ist, mit anderen Freunden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier wohnen, also auch Influencer eventuell, und ich mit denen nicht regelmäßig schreibe, dann vergeht der Kontakt einfach. Aber Niki und ich, wenn wir uns nicht sehen, wir schreiben gar nicht eigentlich. Wirklich gar überhaupt nicht. Nur wenn wirklich mal was Krasses passiert ist. Aber das ist auch schon sehr, sehr selten. Aber bei uns ist trotzdem der Kontakt irgendwie da. Das reicht schon, wenn ich Nikis Story anschaue. Ja. Dann habe ich schon das Gefühl, ich weiß nicht, mit ihr verbunden oder so. Bist in meinem Leben. Genau. Bei mir ist es dann irgendwie auch so, ich finde, auch wenn wir lange keinen Kontakt haben, wir sind danach, wenn wir Kontakt haben, wieder voll vertraut. Es ist jetzt nicht so, wir müssen das Vertrauen frisch aufbauen oder so. Ja, und ich merke, wenn wir 24/7 aufeinander hocken, wir entwickeln komische Sachen. Ja, oh mein Gott. Also, unsere Anfälle derzeit, ne? Ja, wir haben einfach komische Anfälle, dass wir einfach losschreien. So. Aber das ist auch unsere Entwicklung. Das hatten wir letztes Jahr gar nicht. Nee, stimmt. Das hatten wir wirklich gar nicht. Also man gewöhnt sich krass aneinander irgendwie wieder. Auch wenn wir uns verändert haben, aber wir kommen trotzdem immer noch miteinander klar. Bezüglich Veränderungen finde ich aber auch wichtig zu sagen, manchmal ist es auch so, und das passiert in vielen Freundschaften, deswegen die auseinandergehen, dass man halt genau, wenn man so wie wir keinen Kontakt haben, sich in zwei ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt und sich dann zum Beispiel gar nicht mehr versteht. Ja. Und dann gibt es manche, die wollen es erzwingen und manche, die akzeptieren es einfach, dass dann halt der Kontakt flöten gegangen ist. Ich bin aber die Person, die sagen würde, akzeptiere es, aber viele tut es halt nicht. Ja, also zum Beispiel, ich habe irgendwie gemerkt, bei dir und mir, wir entwickeln uns schon ein bisschen in die gleiche Richtung, haben zwar beide ein ganz unterschiedliches Umfeld, aber verstehen uns auf jeden Fall. Ich habe eine andere Freundin, mit der war ich ziemlich, ziemlich gut mal und wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt. Plötzlich kam mir der Kontakt und ich habe gemerkt, ey, das passt nicht mehr, wir harmonieren nicht so wie damals, wir kommen nicht auf die Gesprächsthemen, wir verstehen uns einfach nicht mehr gescheit. Also bringt es da jetzt nicht, sag ich mal, an einer gezwungen, an der Freundschaft so krass festzuhalten. Ja. Hast du das Eyeshadow für mich? Ich habe von... Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte 7 Jahre lang eine beste Freundin. Die wohnt auch bei mir im Dorf. Aber ich habe noch zu sehr an der Freundschaft festgehalten. Ja. So. Und ich habe einfach gemerkt, dass jeder wirklich in einer komplett anderen Richtung jetzt gegangen. Auch wenn wir uns vor 7 Jahren, nee, vor ein paar Jahren noch sehr gut verstanden haben, nur jeder ist auf einer anderen Schule und wir haben uns, sag ich mal, auch auseinander irgendwie gelebt. Und da habe ich jetzt auch wirklich vor kurzem auch gesagt, ey, das bringt nichts, noch daran festzuhalten, so wirklich, weil jeder irgendwie doch unterschiedlich tickt. Ja, das geht auch richtig schnell. Natürlich ist es dann irgendwie schade, wenn man so die Freundschaft verliert, aber vor allem durchs Umfeld habe ich gemerkt, auch als ich meine Schule gewechselt habe, / von der Realschule dann auf die weiterführende Schule gegangen bin, aufs Gymnasium, mein alter Freundeskreis, der war weg. So,
Der war einfach weg. Also ich hatte gar nichts mehr mit meiner alten Klasse irgendwie zum Tun. Natürlich jetzt mittlerweile, man zieht sich halt ab und zu, weil man halt irgendwo noch in der gleichen Gegend wohnt. Oder man sagt jetzt, komm, lass uns mal ein bisschen wieder treffen. Man hatte doch eine lange Zeit zusammen. Ich war mit meiner alten Klasse teilweise sogar im Kindergarten damals noch, Grundschule und alles halt zusammen. Und dann hätte ich halt niemals gedacht, dass so der Kontakt weg ist. Und auch bei mir war das so mit meiner damaligen besten Freundin. Die ist dann auch von hier, in Anführungszeichen, nicht weggezogen. Aber die ist halt auf dem... Sie sieht es locker, ey. Grüße gehen raus an Eli. Kenn ich doch, ne? Stimmt, du kennst Eli. Ja. Eli war ich auch richtig gut in der Schulzeit. Die haben halt immer die meiste Zeit miteinander verbracht. Und sie ist halt jetzt einfach am Bodensee. Ist sie und zur Schule oder geht sie da jetzt? Und ich sehe sie gar nicht mehr. Und das, was ich damals hatte, dass ich jeden Tag mit ihr... Ist das, die weg jetzt ist? Ja. Yeah. Und die mochte ich voll. Und mit ihr war es halt so, wir haben jeden Tag in der Schule über alles Mögliche geredet. Ich konnte mich bei ihr ausholen und alles. Und das war plötzlich weg. Das ist komisch. Aber ich finde es irgendwo zu schade, aber irgendwo ist es halt so. Man muss akzeptieren. Ich finde es aber krass, wir verstehen uns immer noch super, weil wenn wir aufeinandertreffen, weil wir beide so ein unterschiedliches Umfeld haben und so dadurch jeder seine eigene Veränderung hatte, kann man auch von einem anderen richtig gut dazulernen, von seinen Veränderungen. Ja. Ich muss mir jetzt Inspiration raussuchen, wie ich mich schminken will. Ich habe zum Beispiel noch auf meiner alten Schule, wo ich war, ich habe vor einem Jahr die Schule gewechselt. Also ich war dann fertig, bin dann auf eine Berufsschule gegangen. Und ich habe zum Beispiel immer noch mit meinen alten Freunden Kontakt. Mit denen habe ich mich auch eine Zeit lang mit allen zusammen immer getroffen, sehr oft. Jetzt ist es zwar so, dass nicht jeder immer dabei ist, aber doch teilweise habe ich noch mit so vielen Leuten aus meiner alten Schule oder aus meinem Jahrgang Kontakt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie eng man mit jedem ist. Aber ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja. Ah! Oh mein Gott, diese Pigmentierung, ich gestorben. Aber findest du schlimm, wenn man jetzt sagt, okay, man hat sich verändert und schließt dann irgendwie mit dem Teil der Freundeskreis ab? Ich kenne voll viele, die sagen dann so, wieso setzt du manchmal so einen krassen Cut und sagst, ich möchte jetzt meinen Freundeskreis wechseln? Weil manchmal merkt man, hey, der Freundeskreis tut mir nicht mehr gut. Darüber hatten wir auch mal letztens erst geredet. Gestern. Und möchte vielleicht auch gar nicht mehr in dem Freundeskreis sein. Und dann kommt es manchmal so für andere so, ich will jetzt nicht abgehoben sagen, weil das hat nichts mit Influencer-Dasein oder sowas zu tun, sondern es hat einfach was mit der Einstellung und dem Mindset, meiner Meinung nach, zu tun. Naja, es ist schwer, den Freundeskreis zu wechseln. Ich meine, du musst ja auch dann noch, sag ich mal, jemanden noch parat haben, wie du wechseln kannst. Manchmal hat man einfach diese Chance nicht. Manchmal ist es auch schwierig, neue Leute kennenzulernen, die vielleicht zu einem passen. Genau. Vor allem, wenn man in dem Umfeld ist. Sagen wir mal, ihr seid in einem Umfeld, wo alle eure Freunde was trinken, Alkohol trinken, rauchen, whatever. Und ihr fühlt euch ja dazu angestiftet. Kommt ziemlich oft vor. Ich kenne das selber nur zu gut. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Menschen schlecht sind oder sowas. Auf gar keinen Fall. Trotzdem gute Seelen und alles. Aber vielleicht möchte man davon Abstand gewinnen, wenn man so sagt, nö, das ist nicht mehr so das, was ich machen will. Ich merke, das tut mir nicht gut. Aber man hat nur diese Leute in seinem Umkreis. Wie soll man jetzt neue Leute finden, wenn man so eine Veränderung durchgemacht hat? Ich finde es einfach schwierig. Das ist richtig schwer. Also man muss sich entweder daran orientieren, an den Leuten, die man irgendwo kennt, die, wo man weiß, die sind einfach, ich sag mal, clean, die nichts trinken und so. Und dann versuchen, mit denen Zeit zu verbringen. Weil meistens die Leute, die halt nichts trinken, nichts rauchen, die haben auch Freunde, die nichts trinken und nicht rauchen. Wenn man mit denen Zeit verbringt, dann lernt man eigentlich auch die Freundeskreise kennen. Das ist aber genauso, wie wenn du im Freundeskreis chillst, wo einfach jeder singen kann. Es ist so, du wirst auch anfangen zu singen. Du wirst es auch probieren, weil dein Umfeld es tut. Ja. Also ich finde, es ist zwar kein Gruppenzwang, aber es ist einfach... Das Umfeld verändert dich einfach, finde ich. Also krass eigentlich sogar. Kennst du das auch manchmal, wenn du so wenn du merkst, du hast eine Veränderung durchlaufen und dich dann in manchen Situationen unwohl fühlst? Also weißt du, was ich meine? Du merkst, hey, ich habe mich gerade entwickelt. Zum Beispiel, wenn man im Urlaub war oder so, dann entwickelt man sich brutal. Und wenn man dann zurückkommt und man merkt, da hat sich niemand gleich entwickelt, manchmal fühlt man sich dann unwohl. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Veränderungen habt oder so. Ob zu euch immer gesagt wurde, eure Erfahrung ist gut, oder ob ihr euch auch schon oft anhören dürftet, dass einfach eure Veränderung negativ ist. Ich glaube, auch Eltern tun oft ihre Meinung zu Veränderungen sagen bei ihren Kindern einfach. Ja, also davon kann ich jetzt nicht mehr, also Erfahrungen sprechen. Haben deine Eltern noch nie gesagt, ey Lara, du hast dich jetzt mega gut entwickelt, oder ey Lara, irgendwie hast du dich so entwickelt, wie ich es nicht cool finde? Das nicht, also negativ eher nicht, aber mehr ans Positive. Nicht. Egal welchen Freunden. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Freunde aus meinem Freundeskreis werfen will. Niemals, aber
Einfach so vom Sinn her, ich könnte meine Freunde nicht einfach so verbannen aus meinem Leben. Ich auch nicht. So, weißt du? Also ich kann es schnell abschließen. Wenn, nein, aber aus jemandem aus meinem Leben einfach sagen, ciao. Okay. Der mir nicht gut tut oder der was nicht Tolles okay, gemacht hat. Wo ich denke, nee, sowas brauche ich wirklich nicht in meinem Leben. Es klingt zwar knallhart, aber da kann ich auch einfach sagen, ciao. Wirklich. Ciao. Also wo ich auch weiß, dass die keinen guten Einfluss auf mich haben. Ja. Aber das ist schon mal eine gute Eigenschaft. Viele können auch nicht loslassen, ja, weil sie Angst haben, alleine da zu stehen. Jetzt gehen wir schon auf dieses Freundschaftsthema ein, aber... Es hat aber auch viel damit zu tun. Ja. Ich habe gerade irgendwie noch drüber nachgedacht, so... Was sagst du zur äußerlichen Veränderung? Wenn jemand sagt, du hast dich äußerlich ziemlich hässlich verändert. Da würde ich nur sagen, das ist ein Schatten. Weil wenn man sich selber schön findet, wie man sich verändert hat, dann kann einer gar nichts sagen. Ja. Ich meine, das ist genauso wie mit Kannst du bitte inneren... nicht so zittern, ich habe hier gerade meine Eyeliner zu tun. Das ist wie mit inneren Veränderungen, weil man selber soll sich wohlfühlen, sich richtig fühlen, so wie man sich verändert. Das gehört auch genauso zum Äußerlichen und dein Wing ist richtig geil. Der da? Gar nicht. Der da hier. Schau mal den. Oh mein Gott. Der hat's richtig reingeschissen. Der ist genau in der Falte. Aber auch zu uns kann man sagen, wir haben uns so verändert, dass wir so viel Make-up jetzt in der Fresse haben. Ich trage aber selten Make-up. Ich schmink gerade so gerne meine Augen. Mir macht das gerade so viel Spaß. Auch wenn ich kein Make-up-Artist bin, aber mir macht so viel Spaß. Alter, ich habe nicht mal Wimperntusche drauf und du bist schon komplett fertig. Nee, hast du eine Wimpernzange? Die habe ich jetzt gerade weggeräumt. Ach Mann, Lara. Bei mir ist so, ich bin gerade zur Zeit lieber so im natürlichen Look. Zwar gerade jetzt überhaupt nicht. Wo ist deine Scheiße? Da in der Schublade. Nein, die obere. Da. Ja. Ich mache gerne nur Concealer und Wimperntusche drauf und Highlighter und ein bisschen Augenbrauen. Aber zurzeit habe ich voll. Zurzeit habe ich voll die schlechte Haut. Durch Nick, wegen Niki. Ja. Deswegen kritisch. Ich weiß nicht, wenn ich zu Hause bin. Also ich schmink mich meistens nur für, oder eigentlich immer nur, wenn ich ein IGTV-Video mache oder ein Instagram-Video. Also währenddessen schminke ich mich dann während dem Video. Und sonst mache ich meistens nur meine Augenbrauen und vielleicht so ein bisschen Wimperntusche. Sonst gar nichts. Weiß nicht, aber ich hasse das halt dann auch, wenn genau dazu dann diese Kommentare kommen. Wieso schminkst du dich nur noch? Das ist ja... Da brauchen die eigentlich gar nichts zu sagen, weil du kannst machen, was du willst. Richtig. Also du klebst deine Wimpern? Ja, das sind ja natürlich nochmal diese Veränderung, immer Wimpern drauf. Aber ich finde es gerade einfach geil. Ich finde es eine Art der Kunst. Und ich mag das irgendwie mega gerade. Mhm. Aber gestern zum Beispiel waren wir auch einen ganzen Tag ungeschminkt unterwegs. Und haben trotzdem gern Bilder gemacht, ja, und haben sich hässlich gefühlt. Und ich denke mal, bei dir ist es nicht so oft, aber ich stand halt früher übel für Natürlichkeit, weil ich mich halt eigentlich wirklich nie geschminkt habe. Muss aber auch ehrlich sagen, ich war einfach zu faul und ich mochte es nicht. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht, so krass. Und dann heißt es jetzt so, und jetzt schminkst du dich nur noch. Was ist aus dir geworden? Und ich denke, oh, das habe ich auch voll oft bei dir gelesen. Okay. Aber ganz im Ernst, es ist deine Entscheidung, was du machst. Ja. Wenn sie es ist vielleicht deren Meinung. Okay, so eine richtige Meinung ist es eigentlich auch überhaupt nicht. Aber sollen die sagen, wenn du es richtig hältst, dann ist es auch richtig für dich. Oh, wie süß du. Oh, ich finde es krass, dass schon alleine du bei mir gelesen hast, dass so viele gesagt haben, wie ich mich verändert habe und wieso ich mich so oft schminke und so. Ja. Ich gucke auch mal gerne deine Kommentare an. Das sind immer ganz nett, die ganzen Hate-Kommentare. Ja. Oder auch auf TikTok war es ganz extrem. Ja, ich habe gar keinen Bock mehr auf TikTok. Kein Scheiß. So, die Menschen können da nur oberflächlich bewerten. Und das habe ich auch damals auf meinen Musical Reactions gemerkt. Man kann nur oberflächlich bewerten. Aber was teilweise die Leute als Kritik ansehen zu der Veränderung, das ist keine Kritik. Setzt euch mal mit Kritik auseinander. Es gibt konstruktive Kritik und destruktive Kritik. Destruktive ist sowas, du siehst scheiße aus oder mir gefällt das nicht. Konstruktive ist, ich finde das und das nicht gut, mach es so und so fände ich es besser. Das haben viele gerade nicht gelernt in der Schule. Denken, Kritik und Meinung ist das Gleiche. Die Leute, die regen sich richtig auf, die das nicht unterscheiden können. Ja, so wo ist das Problem? Egal wie alt du bist, wo ist das scheiß Problem? Wenn jemand raucht, dann verstehe ich es, wenn jemand austickt. Okay, das ist die Gesundheit. Aber schminken, ne? Das tötet keinen Menschen gerade. Ja, okay, das ist schnell wieder ab, weißt du? Wenn wir es jetzt weit reichen, können wir sagen, da ist viel Plastik dabei, Tierversuche, bla bla. Aber dann bitte lebt dein Leben nicht mal, weil das ist überall irgendwie so. Ja. Nee, aber auch in dem Jahr jetzt, wo wir uns nicht gesehen haben, haben wir auch viel Neues dazu gelernt, erlebt. Allgemein,
Man macht jedes Jahr neue Erfahrungen. Ob du in der 3. Klasse bist, in der 4. Klasse, in der 6., 7. Klasse, 7. Klasse, jeder Klasse und nicht mal, wenn du in der Schule bist, einfach jedes Jahr macht einen Unterschied aus. Einen gewaltigen Unterschied. Und ich finde, jedes Jahr wird man einfach reifer und erwachsener. Vor allem finde ich in den Jahren, wo wir gerade sind, 15, 16, 17, Sprung auf 18, passiert das meiste. Oh ja, das merke ich einfach auch, das meiste. Ja. Das stimmt. Noch die Pubertätsphase. Ja, ja, die ist auch am krassesten. Die ist die Phase, die ich einfach scheiße finde. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir drüber geredet haben und dass wir drüber geredet haben. Vielleicht sind wir nicht so spezielles auf alles eingegangen, aber uns war es wichtig, dass wir einfach so ein bisschen rausreden, was uns gerade zu dem Thema einfällt. Bezüglich diesen ganzen Themen, wo wir es auch zusammengedreht haben, werde ich bestimmt, wenn mir im Nachhinein auch irgendwas auffällt oder ihr viele Fragen stellt, nochmal einzeln in meinem Zimmer ungeschminkt irgendwo mich hinsetzen und noch ein paar Fragen dazu beantworten. Ungeschminkt. Ja, ohne Witz. Ich habe ehrlich gesagt, diese Girlstalk-Reihe mache ich immer ungeschminkt, so gammelig in der Ecke oder so. Und das werde ich auf jeden Fall weiterführen. Also, falls nicht alle Fragen geklärt sind, macht euch keine Sorgen. Ein zweites Video dazu kann es immer noch geben. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss. Und einen wunderschönen Tag euch allen. Oder Nacht. Oder morgen. Wann auch immer so ihr euch anschaut. So, so unnötig. Tschüss. Tschüss.